Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Vampire die Maskerade Bloodlines Teil 1. Ja, wie ihr seht, werden wir einen neuen Charakter erstellen müssen, nachdem ich die letzten Videos leider löschen musste. Es gab ein Copyright-Problem mit YouTube, anders kann man es leider nicht ausdrücken. Und zwar wurde die Hintergrundmusik in Downtown und auch in anderen Bereichen, die ich bereits hochgeladen habe, von irgendeinem Medienvertreter, nennen wir es jetzt einfach mal freundlich, unter direkte Auflage gestellt. Das bedeutet, sämtliche Videos, die diese Musiktitel beinhalten, egal wie unbekannt sie auch sind, werden sofort beim Upload gesperrt. So, und das bedeutet, sämtliche Videos, die ich in den letzten Tagen hochgeladen habe, und das waren ungefähr 20, 25 gewesen, insgesamt hatte ich 63 Videos für Vampire die Maskerade Bloodlines aufgenommen gehabt. So, und wie gesagt, diese 25 oder mehr Videos wurden alle sofort nach dem Upload gesperrt. Da habe ich die dementsprechend natürlich direkt gelöscht und die anderen auch gelöscht. Wir werden die Hintergrundmusik im regulären Bereich nur minimal laufen lassen. Allerdings wird dadurch auch die Soundausgabe minimiert, denn in diesem Spiel, so alt wie es ist, von 2004 bis heute sind es immerhin 15 Jahre mittlerweile vergangen, dieses Spiel hat noch keine unterschiedlichen Sound-Einspielungen, so dass man das regulieren könnte, dass nur die Musik runtergeht, aber die Stimmen bzw. die Hintergrundgeräusche normal ertönen. Nein, das geht leider nicht. Stellt man den einen Slider runter, hat man das gesamte Spiel leise. Dafür habe ich allerdings jetzt einen deutschen Patch auftreiben können, beziehungsweise ich habe die Version 10.1, die ich hatte, auf 10.0 gedowngradet. Dort war noch die deutsche Version verfügbar. Allerdings, das Spiel hatte nie eine deutsche Sprachausgabe gehabt. Die Videos werden trotzdem in englischer Sprachausgabe ausgespielt. Allerdings ist der deutsche, ist der Text komplett in Deutsch. Das heißt, lest einfach mit und schon werdet ihr den Sinn dieses Spiels beziehungsweise um was es in diesem Spiel geht, verstehen können, falls ihr kein Englisch könnt. Gut, wir gehen direkt zu den Charakterdetails. Diesmal werden wir keine Vantru spielen. Wir werden also diesmal keinen noblen Vampir spielen, sondern einen Nosferatu. Nosferatu sind unglaublich missgestaltete Vampire, wie ihr an dem hier sehen könnt. Begebt ihr euch an die normale Oberfläche und euch sieht jemand, habt ihr sofort einen Maskeradebruch dargestellt, hier durch diese fünf Gesichter begangen. Einfach, weil man da die wahre Natur eines Vampirs sieht. Allerdings sind Nosferatu nur von Äußerlichem sehr hässlich, dafür häufig sehr, sehr nett. Aber nicht alle, ihr wisst ja, wie es bei den Menschen ist, da sind auch nicht alle nett. Wir werden einen Mann spielen, den werde ich Bob nennen. Und Bob wird ein ganz harter Bursche sein. Einfach, weil das in meine Dinge mit reinzieht. Nee, nicht Hirte des Ungeziefers, sondern harter Bursche. Mit ihrer Wiedergeburt als schreckliche Bestie ging ein Traum in Erfüllung. Die Macht ist berauschend. Und jetzt werden sie es allen heim sein. Allen. Sie beginnen mit einem Punkt in Nahkampf und einem zusätzlichen Punkt in Stärke. Sie hatten jedoch nie viel Mitgefühl für andere Lebewesen. Deshalb kostet sie Menschlichkeit mehr Erfahrungspunkte. Nun, ich würde sagen, damit kann ich leben, Freunde. Wir werden jetzt einfach mal in die Charaktererstellung gehen. Gut, und ihr seht auch, alles hier ist jetzt mittlerweile in Deutsch. Körperkraft werden wir einen Punkt hinzufügen. Geschick und Widerstand kommen erst später. Bei den gesellschaftlichen Punkten gibt es keinen Punkt hinzufügen. Und bei den geistigen können wir ganze zwei Punkte hinzufügen. Und da würde ich sagen, setzen wir die in Intelligenz rein. Bei den Fähigkeiten haben wir natürlich Handgemenge. Haben wir einen Talentpunkt zu vergeben und den werden wir in Einschüchtern reinsetzen, weil wir werden so richtig Badass spielen. Gut, bei den Fähigkeiten, Fertigkeiten, NN, werden wir einen Punkt noch zusätzlich in Nahkampf setzen und zwei Punkte, die restlichen, in Sicherheit. Gut, und hier bei den Kenntnissen
werden wir das, die zwei Punkte, in akademisches Wissen reinsetzen. Warum in akademisches Wissen? Ganz einfach, dadurch geht unsere Recherche hoch. Das heißt, wenn wir Fähigkeitsbücher finden, und wir werden eine ganze Menge finden, können wir die nach und nach hochsetzen. So, als missgestaltete Kreatur ist es wichtig, dass wir uns auch dementsprechend gut in den Schatten verstecken können. Das heißt, wir setzen auf die Disziplin Verdunklung. Verdunklung ist die Fähigkeit, in die Schatten zu gehen, beziehungsweise sich hinterher in die Schatten zu hüllen und somit unsichtbar zu machen. Das ist auch eine der Disziplinen, die wir als erstes möglichst hochbringen werden. Tierhaftigkeit ist eine schöne Kampffertigkeit, und Stärke beziehungsweise Präsenz macht uns natürlich stärker Gegnern gegenüber, und dadurch, da haben wir auch schon einen Zusatzpunkt mit drin. So, fangen wir an. Das Intro beginnt. Der Kuss. Die Verwandlung eines Sterblichen in einen Vampir. Vampir hier? Good evening. My fellow kindred, my apologies for disrupting any business or interfering with prior engagements you may have had this evening. It's unfortunate that the affair that gathers us together tonight is a troubling one. We are here because the laws that bind our society, the laws that are the fabric of our existence, have been broken. As prince, I am within my rights to grant or deny the kindred of this city the privilege of siring. Many of you have come to me seeking permission, and I have endorsed some of these requests. However, the accused that sits before you tonight was not refused permission. Indeed, my permission was never sought at all. They were caught shortly after the embrace of this child. It pains me to announce the sentence, as up to tonight I considered the accused a loyal and upstanding member of our organization. But as some of you may know, the penalty for this transgression is death. Know that I am no more adjudicator than I am a servant to the law that governs us all. Let tonight's proceedings serve as a reminder to our community that we must adhere to the code that binds our society, lest we endanger all of our blood. Forgive me. Let the penalty commence. Which leads to the fate of the ill-begotten progeny. Without a sire, most children are doomed to walk the earth never knowing their place, their responsibility, and most importantly, the laws they must obey. Therefore, I have decided that... This is bullshit! If Mr. Rodriguez would let me finish, I have decided to let this kindred live. They shall be instructed in the ways of our kind and be granted the same rights. Let no one say I am unsympathetic to the plights and causes of this community. I thank you all for attending these proceedings, and I hope their significance is not lost. Good evening.
Your sire. Tragic. My apologies. But you see, there is a strict code of conduct that all of us must adhere to if we wish to survive. When someone, anyone, breaks these laws, they undermine the well-worn fabric of our centuries-old society. Understand my predicament. Allowing you to live makes me directly responsible for your subsequent behavior. So, what I'm offering is not generosity, but the opportunity to transcend the fate woven by your sire. This is your trial. You will be brought to Santa Monica. There, you will meet an agent by the name of Mercurio. He will provide the details of your labor. I've shown you great clemency. Prove it was more than a wasted gesture, fledgling. Don't come back until you do. Good evening. Ah ja, ja, und da sehen wir, wir wurden von einem Vampir gebissen, wurden selbst zu einem Vampir gemacht. Die Schönheit, die da vorhin noch im Sessel gesessen hat und hinterher doch so ein missgestalteter Nosferatu gewesen ist, hat eine ganz alte Disziplin, die Maske der 1000 Gesichter nennt sie sich, angewendet, um sich von ihrer makaberen Gestalt zu erlösen und sich ein ja, schönes Äußeres zu geben, womit sie uns den sterblichen Mann verführt hat und hinterher gebissen hat. Mit der Konsequenz, dass sie nun tot ist und wir jetzt ein Leben des Untodes führen müssen mit einem missgestalteten Körper. Wie wir es gesehen haben, es ist nicht leicht in dieser Vampirgemeinschaft. Die Camarilla, die uns jetzt gerade so warmherzig willkommen geheißen hat, allen voran Prinz Lacroix haben ihre Regeln und Gesetze, und unsere Erzeugerin, Sire genannt im Englischen, hat gegen diese Regeln verstoßen, denn sie hat keine Erlaubnis eingeholt, uns den Kuss zu schenken und zum Vampir zu machen. So, speichern wir erstmal. Ihr werdet sehen, dass wir hier relativ häufig speichern werden. Bob. Nos. Nee, nennen wir das einfach Nos. Verratu. Bob. So. What a scene, man. Woo-wee. Then they just plop you out here like a naked baby in the woods. How about that? Look, kiddo. It's probably a lot for you to take in, so why don't you let me show you the ropes? What do you say? So, wer bist denn du? Du zotteliger Mann, du. I'm Jack. What's important is I'm offering help. You make it back from Santa Monica with your hide and we'll trade life stories, okay? Till then, I got about this much time. You in or out? Ja, ich denke, ich hab genug Zeit. Aber erklär mir nur die Grundlagen, bitte. Youngsters these days. Well, your funeral, kiddo. But keep a couple things in mind before you go. Now these lessons aren't just for your benefit, so listen up. Ich bin ganz Ohr. First, the masquerade. You're gonna be hearing a lot about this, so let me sum up real quick. Sure, you're a vampire. Great. Keep it to yourself, okay? It's easier that way, trust me. That's the masquerade. Keeping vampire secrets secret. Easy, right? Easy peasy. Now, if you violate the masquerade, if you run around spooking humans or whatever, you make things harder on all of us. Then all of us get pissed off when we come after you, and you end up like your sire there, staked and baked. Comprende, kiddo? Ja, durchaus verständlich. Jack hat uns also jetzt ganz genau erklärt, dass was die Maskerade ist und was zu einem Bruch der Maskerade führen kann. Und wir hören ihm jetzt weiter zu. Right on. Next, humanity. Being a vampire isn't the end of the road. You think life was hard? Just wait. Now you're half beast, half man, and it ain't quite an easy fit. You're gonna be fighting that beast for the rest of your days, every time you give into it. Whenever you kill an innocent, you feed the beast a little more. And it grows a little stronger. After a while, the beast can take over and you'll go wild and have to be put down like a rabid dog. So, you know, fight it. Don't be a homicidal maniac. That'll help with the masquerade, too. See how it all comes together? Ain't that nice?
Okay, er hat uns gerade über die sogenannte Maskerade erklärt, wie wir einen Teil unserer Menschlichkeit aufrechterhalten und trotzdem die Maskerade nicht brechen können. Weiter geht's. Now with all that said, you still have to keep your ass alive. For that, you're gonna have to feed. That little blood sound, kiddo. Imagine you're feeling that thirst right about now, huh? Get it where you can, however you can. Just remember the first two lessons. Don't let anyone else see you feeding. Flip out and cause you to break the masquerade and cause some bigger, badder vampire to come stomp a mud hole in your ass. Also, drink deep, but don't drain them dry. See, that's giving in to the beast. You do that, you lose a grip on your humanity and you lose control. There we go again. It all fits together. Beautiful. Can you dig it? Ja, doch, ich habe verstanden, worum es geht. Okay, witzig. Ich überschlafe erstmal den Tag, dann lache ich. Bis denn dann, Jack. So, damit haben wir das Tutorial jetzt mehr oder minder übersprungen. Da werden uns die Disziplinen vorgestellt und so weiter. Leider gehen uns auch die ein oder anderen Items dadurch verloren, aber die werden wir schon beschaffen können. So, jetzt sind wir in unserem Haven angekommen. Auftrag erfüllt. Wir sind uns in unserem Haven angekommen, unserem Unterschlupf. Im Grunde ist das genau der gleiche Haven, wie man sehen kann. Hier dieses Gebäude kennen wir bereits. Da waren wir auch, das haben wir auch gesehen in dem Intro. Und ja, hier beginnt jetzt das Leben als Nosferatu Bob. Ein Fläschen und eine Uhr. So, ein Zettel. Hallo, das Passwort für deinen Computer ist Morgengrauen. Nimm das Geld aus der Schublade, es gehört dir. Ich habe dir eine E-Mail mit deiner Adresse geschrieben. Mit meiner Adresse geschrieben. Komm rüber, wenn du dich eingelebt hast. Mercurio. So, daneben, was ist da? Bitte komm umgehend in mein Haus nach Downtown und besuch mich. Ich gebe dir dies als Wegweiser. Dunkles Blut, unser Fluch. Etwas Licht, dies Gedicht. Große Macht, trotz deiner Jugend, spüre ich. Wo die mystische Sonne brennt, finde mich. M. Strauss, Regent der Tremere. Großer unbekannter Gedichteverfasser. So, Geldumschlag, erhält 100 Dollar. Wunderhübsch. So, unser Laptop hat schon bessere Tage gesehen, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. Emil. So, morgen Grauen. Das Schöne, durch den deutschen Patch sind auch alle Passwörter jetzt in Deutsch verfügbar. Morgengrauen, korrekt. Eine Erinnerung von LaCroix. Mercurio meldet sich, wenn du in Santa Monica bist. Triff dich mit ihm und trödle dabei nicht herum. Sebastian LaCroix. Nächste. Mann, der ist echt riesig. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1111. Von schlappschwanz@trojanbot.net. Penisvergrößerung. Die Mädchen werden Ihnen scharenweise hinterherlaufen. Rufen Sie noch heute an. 1-800-555 Stange. Okay, direkt löschen. Dankeschön. So, Killpatricks, kein Pute. Von Arthur Dirt Cheap Internet VDM. Sie suchen Ihren Nichtsnutz von X-Man, der mal wieder die Alimente, okay, ist Spam, löschen. Willkommen. Von Mercurio. Hey, willkommen in der Stadt. Komm mal vorbei, wenn du Zeit hast. Dann besprechen wir, was du für mich erledigen kannst. Ich hole mir jetzt den Sprengstoff, etwas Astrolith. Ich sollte wieder hier sein, bis du vorbeikommst. Ich wohne 24 Main Street in Nummer 4. Geh bis zur Straße, es ist das erste Gebäude auf der rechten Seite. Mercurio. Okay, löschen. Die Eröffnung. Von ein Freund. Das Spiel beginnt. Der Bauer rückt vor. Okay, dankeschön. So, und die Erinnerung von LaCroix kann auch gelöscht werden. Denn wenn man mehr als 10 E-Mails bekommt, werden die anderen nicht angezeigt. Blutkonserve kann man immer gebrauchen, nehmen wir mal mit. Dankeschön. Den Text findet ihr oben, übrigens oben in der Gegend.
Oder hier ist es eher so. Okay, so warum? Ja, gut, Radio können wir ein andermal hören. Wir haben jetzt natürlich ein Problem. Wir haben keinen Dietrich, müssen uns jetzt erstmal einen Dietrich besorgen. Das heißt, Blutteilung, Blutmacht, Tierhaftigkeit, Verdunklung. Verdunklung ist immer gut. Oh, eine Zeitung. Tödliches Fest. Leichenteile am Pier gefunden. Polizei vor Rätsel. Okay, ich war es definitiv nicht. Wenn Sie der Menschheit Ihr übernatürliches Wesen preisgeben, brechen Sie die Maskerade. Das bringt Sie in Gefahr, in Hinterhalte von Vampirjägern zu geraten und zieht der Zorn Ihrer Mitvampire auf sich. Was? Du sprichst mich an? Okay, hier viel ist es nicht, aber hoffentlich hilft es. Aber you're welcome. Give me your blood. So, und schon haben wir einen Punkt Menschlichkeit hinzugewonnen. Weil wir aus reiner Nächstenliebe gehandelt haben. So, jetzt müssen wir aber gucken. Okay. Hoffentlich kriegen wir hier keinen Maskeradebruch. Oh, Mercurio. Das scheint er zu sein. So, hoffentlich sieht jetzt uns jetzt keiner. Keiner? Gut, denn da ist ein Pornshop. Da gehen wir direkt mal rein. Er wird höchstwahrscheinlich zugekifft sein. Good evening. Nice work on the face there. I got a friend who's into the body sculpting scene, goes to conventions and stuff. You know, not my thing, but I can appreciate it. Nice job with the ears there, especially. Danke, danke. Danke, wie heißen Sie denn? Okay, Trip. Nett, Sie kennenzulernen, Trip. Ja, das bin ich. Und Sie nennt man also Trip. Hört sich irgendwie nach Drogen an, was? No, not really. Ah? Sorry. Nicht wirklich. Gegenüber von hier ist eine Klinik. Wenn ich Ihnen was besorge, kriege ich dann alles zum Sonderpreis? Nein, aber es überrascht mich, dass wir uns hier noch nicht früher begegnet sind. Dude. Okay, ich verstehe. Ich möchte gern was kaufen. Der Rest interessiert mich nicht so. Und da haben wir schon den ersten Dietrich. Gut, dass wir den jetzt haben. Damit können wir auch Schlösser knacken. Gucken, verkaufen können wir natürlich auch schon Kleinigkeiten. Hier zum Beispiel das Östrogenfläschchen. Vorsicht, nicht für Männer geeignet. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat die Antibabypillen seiner Mutter geschluckt, weil er dachte, das wären Tic-Tacs. Ihr kennt ja diese kleinen Vitaminpillen, die in der orangenen Dose. So, und seine Mutter hat ihre Antibabypillen niemals in diesen Streifen gelassen, sondern in so eine Tic-Tac-Box. So, und er hat die ganze Box geschluckt. Der hat nach 4 Wochen hat er einen Busenansatz gehabt und dann musste der fast ein Jahr BH tragen. Wir haben uns schief geömmelt beim Sport. Das war lustig gewesen. So, verkaufen. Schöne Kindheitserinnerung. So, jetzt müssen wir nur zu aufpassen, dass uns keiner sieht. Aber erstmal müssen wir irgendwie zu Mercurio kommen. Wenn ist alles düster. Wackelt auch keiner hin. Danke, Baby, du bist so gut zu mir. Frau, ich schreie. Schrei du nur. Ich habe mein Blut bekommen, dankeschön. Oh, da steht hier einer. Na, oh. Da pinkelt einer. Den wollen wir natürlich nicht stören. Ich denke, wenn wir hier rausgehen. Oh. Nee, nee, geh weg von mir, geh weg, geh weg. Scheiße, er verfolgt.
Was? Du kennst dich mit Nosferatu aus? Sir, ich weiß ja nicht, was Sie zu glauben, was Sie zu wissen glauben, aber vergessen Sie es besser. Okay. Ja, vielleicht weiß ich ja, was du meinst. Okay, und du bist auch ein Vampir, Nox, oder was ist? Seht euch mal das Dracula-Zeichen auf seiner Brust an. Nicht geil. I'm a ghoul. I didn't know about any of this stuff until a couple of months ago. When this guy just appeared and, well, all of a sudden, bam! Whoa, man! Vampires are real and right there in front of my eyes. Blew my goddamn mind. Cool, du sagtest, du bist ein Ghoul. Was ist das denn? Well, the way it was explained to me, whenever a vampire lets a human drink some of their vampire blood, human gains a little vampire power, can heal up quick and that kind of stuff. Jeez, oh man. Then they're a ghoul and ooh, watch out. Nö, scheint dir ja zu gefallen. It's awesome! Man, after that first taste of vampire blood, it's like the best drug. Oh man, I'm telling you, it's like, well, it didn't mess me up. It just made me feel like I was better at everything. I felt like a god just sucking on that nasty dude's wrist. Und, was machst du hier so? Look, I probably shouldn't tell you this, but I'm on a secret mission for my master. Well, hey, it's been great talking to you, man. But I better be going. Oh man, you know, important stuff to do. Okay, dann wir wollen jetzt nicht harsch sein. Er war ja freundlich zu uns, bis die Tage, Nox. Okay. So. Gucken wir mal. Jemand kann sie sehen. Gut, da müssen wir jetzt erstmal speichern, denn es passiert relativ schnell, wenn ich jetzt hier rauslaufe, dass mich jemand sieht. Nosferatu Bob in Santa Monica. Die erste. Jetzt schnell über den Streifen. Auto hat den Geist aufgegeben. Gut, gesehen hat mich keiner. Glück gehabt. Aber es wird nicht immer so einfach sein. Elysium, Sie haben ein Elysium betreten. Es ist die Domäne eines wichtigen, mächtigen Vampirs. Okay. Okay, soll ich dir einen Krankenwagen rufen, Mann? No. I got a record back east. I'm heat day. Don't touch that phone. No goddamn cops. Okay, was ist dir denn passiert? What is this lump? Is this my rib? Oh, holy shit. My rib is poking through my side? Oh, I'm all numb. You gotta look and tell me. Okay, ja, es ist eine Rippe. Ich schätze, dir bleiben noch fünf Minuten bis zu deinem Ableben. Höchstens. I'm lying here bleeding to death and you're cracking wise? I don't need this crap. Okay, erzählst du mir jetzt, wer das war, oder soll ich seine Arbeit beenden? Alright, alright. Jeez, you think you were the one laying here with his guts hanging out? It was that freaking chemist. Guy mixes up speed, his crew sells it. Occasionally does explosives. I set up a drop. I show up at the beach with the money, right? Four of these guys, they come out of nowhere. Junkie pricks, hit me with a bat. It feels like I got a friggin' horse kicking it. I never should have gone alone. Amateur move. I should have handled those pricks. Goddamn dirty Cali rat bastards. Those cocksuckers beat me rotten, left me for a stiff. I had to crawl to my car, crawl my ass up here. The vamp blood's the only thing holding me together. But shit. They got the money, they got the Astrolite. Du
Du bist ein Idiot. Der Prinz wird davon hören wollen. Was ist dir denn mein Schweigen so wert? Cool. Okay. Das ist nur fair. Wo ist denn das Astrolith? Sons of bitches live out in a dump on the beach. Four or five of them. The one's got the explosives is Dennis. Got my money too, that prick. Okay. Wie komme ich denn dahin? Land in a pool in my own blood and you want friggin' directions. Aber ja, klar. All right. Down the street, in the parking garage, stairs down to the beach, on the right. Those better not be some of my last words. Okay, sonst noch irgendwas? Gotta get it back from him. Maybe reason with him, maybe break in. I don't know. I want to kill him. Do whatever you people do. I blew it, I know. Brauchst du sonst noch irgendwelche Hilfe? Yeah, if you could... Oh, something just started leaking. I need something for the pain. Okay, ich komme nicht mit leeren Händen zurück. Gut, ja, Mercurio hat's definitiv vermasselt, würde ich sagen. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Immer mal gucken. So, was macht unsere XP-Leiste? Ein Punkt. 10 brauchen wir, um die Verdunklung weiter hochsetzen zu können. So, jetzt setzen wir erstmal den Sound ein bisschen runter, weil ich habe keine Lust, dass das Video hinterher auch gesperrt wird. So, das dürfte reichen. Siehst mich nicht. Nein, er ist blind. Gott sei Dank. Wir könnten... Ja, ach, weißt du was? Wir probieren einfach mal den Typ da anzusprechen. Und wenn es eine Maskeradebruch ist, können wir ja neu... Oh, ein Kopf. Probieren wir es mal aus. Oh, my. Hast du ein paar Kröten, Alter? Okay. Ich verstehe, ich bin schon weg. Das war ein Satz mit X. Oh my. Hört sich an wie George Takei. Er hat auch... Oh my. Wobei ich George Takei eigentlich immer sehr gerne sehe. So, ab in die Kanalisation. Ja, das ist der Ort, an dem sich Kanalratten wie ich, Nosferatu, sehr, sehr wohlfühlen. Hier entgeht man natürlich auch der Gefahr, entdeckt zu werden. Denn da. Ach, das sind Rohre, die nach außen führen. Ah, Rädchen. Ja, die Leibspeise eines Nosferatu. So. Das dürfte das Parkdeck sein. Gucken wir mal. You are here. D. Links. 8. Santa Monica Pier. Ja, sind wir richtig. Würde ich mal so sagen. So, da darf uns natürlich von denen keiner sehen. So. Nach die Uhr, 34 Minuten, ein paar Minuten haben wir also noch.
Hallo, schöne Frau. Okay, durch das eiserne Tor und die Treppe rauf? Wie? Hä? Leute, nach denen ich suche. Und woher weißt du, wen ich suche? Okay, ich würde es nicht verstehen. Gut. Na gut, danke schön. Crazy Lady. Troika. Wer bist du? Super hässlich? Wie bitte? Willst du, dass ich dich noch hässlicher mache, Mann? Okay, er hat auch Vampirzähne. Das ist cool. Stört sich, wenn ich ein bisschen mit dir abhänge, Bro? Was? Wieso denn? Finnblatts. Okay, und welchem Clan gehörst du an? Okay, und wie ist es dann passiert? Wen hast du da kennengelernt? She had a natural beauty. No, I call her plastic dolls littering the sand. Her name was Lily. I remember introducing myself. The way she seemed grateful for the company. Well, a few nights after our meeting, we were on the beach alone. Na, erzähl weiter. She tried to tell me what she was, but I didn't understand. And so she showed me. I was furious with her when I took it all in. I cursed her and left, never really knowing what I was. Realize now how she must have felt. So here I am now, a mystery to myself. Und ist Lily tot? Clinically, yes. But honestly, I don't know. I suppose I'd have moved on by now if I didn't think she'd show up one of these nights. There's a lot I've got left to say to her. Aber du weißt schon, dass ihr alle Vampire seid, oder? Okay. Sind die anderen auch dünnblüt hier? Okay, vielleicht sollte ich mich mal reinhängen. Okay. Ich werde mal rumfragen und schauen, was ich so rausgrabe, ja? Samthandschuhe. Irgendeine Idee, wo ich anfangen sollte? Okay, ich schau mal, was ich tun kann. Tschüssing! So, das war also I gewesen. So, dann werden wir jetzt mal mit dir reden. Julius? Nee, Copper. Wer der Obervampir ist? Aber wer nicht? Klar weiß ich das. Wenn er von einem heiligen Flock durchbohrt wurde, na klar, willst du einen kaufen? Okay. Aber sicher, nur wenn es von einem Einhorn ist, Tuppes. Ja. Ach, sowas wie Vampire kann es geben, aber Einhörner nicht, oder wie, oder wo, oder was? Hm,
Ja, und vielleicht finde ich ja auch noch den speziellen Kaugummi, der dir, mit dem du dir deine Zähne abschleifen kannst. Oh, welche Tragödie. Ja. Besorgen wir erstmal die Dinge. Hier haben wir schon mal einen Pfahl. Wunderhübsch, der liegt da so rum. Oh, ein Wölfchen. Läuft weg. Komm hier, Puppi, Puppi, Puppi. Hoffentlich hat er mir jetzt hier irgendwo eine Tretmiete hingesetzt, in die ich reinlaufe. Hier muss man aufpassen, hier läuft nämlich Bullerei rum. Oder steht da hinten. So, da ist das Kaugummi. Schön speichern. Ach, was brauchen wir nicht. Laufen wir einfach zurück. In der Hoffnung, dass uns keiner der Polizisten... Ah, nee, wir müssen ja da hinten noch hin, wo der Tuppes jetzt steht. Du siehst uns nicht. Wo wir die Verdunklung natürlich noch nicht so gut können, ist es natürlich klar, dass man erstmal stehen bleiben muss. Später kann man sich bewegen und ist trotzdem unsichtbar. So. Die anderen haben uns auch nicht gesehen. Der schläft eine Runde. Das ist das Schöne, wenn jemand erstmal gebissen wird. Wir ihm ein wenig Blut absaugen, ist der erstmal oder sie ohnmächtig. Ist natürlich für uns hilfreich. So, die Disziplin können wir wieder beenden. Dankeschön. So, und da müssen wir jetzt hoch zum Strandhaus. Ein etwas seltsamer Zugang, aber... Okay. Kann ich mitleben. Kampfzone. In Kampfzonen können Sie die ganze Macht Ihrer vampirischen Disziplinen einsetzen, ohne dadurch die Maskerade zu brechen. Hm. Gut. Trotzdem gehen wir erstmal in Stealth rein. So, da ist schon einer. Ich würde sagen, an dieser Stelle speichern wir. Und werden die Folge erstmal beenden. Ich hoffe natürlich, Freunde, dass es euch gefallen hat und dass ihr bei der nächsten Folge Vampire die Maskerade wieder mit dabei sein werdet. Bis dahin haltet die Ohren steif, macht es gut. Tschüsschen.